Hallo zusammen, hier bei Lukas macht den Fisch. Heute bin ich nicht bei mir zu Hause, sondern bei Manuel. Und Manuel hat eine super spannende kleine Ökoponikanlage zu Hause. Hier unten sehen wir diese Anlage, die steht bei Manuel in seiner Dusche. Und was es genau damit auf sich hat, das wird euch Manuel jetzt erklären. Hier sieht man den Prototyp eines Ökoponik-Systems für die Heimanwendung. Es basiert auf den Prozessen, die in einem Bach im Wasser und am Ufer stattfinden. Dabei benötigt das System eine Strömung, die konstant strömt, Licht und die Temperatur. Die Temperatur ist in diesem Falle gegeben durch mein Badezimmer, das immer etwa gleich warm ist. Das Wasser hat somit ungefähr 19 Grad und das bleibt das ganze Jahr über immer 19 Grad. Die Luft hat 20 bis 25 Grad. Das definiert einmal den Bewuchs und die Tiere. Die Tiere sollen sich ja wohlfühlen im System, ohne dass ich das System extra anpassen muss. Deswegen habe ich viele einheimische Tiere eingesetzt, wie diesen Krebs, der hier gerade rumläuft. Der kam vor 9 Monaten als frisch geschlüpfter Krebs in den Bachteil und der hat sich jetzt in dieser ganzen Zeit zu einem 12 cm langen Krebs entwickelt. Es waren ungefähr 15 Krebslarven, davon haben 2 Stück jetzt ein Jahr überlebt und sie behaupten sich erfolgreich zusammen mit Assam-Garnelen, Posthornschnecken, Schmuckschnecken, Guppies und Kararufa, die Medizinalfische. Die teilen sich dieses Ökosystem, bei dem jede Spezies ein bisschen einen anderen Teil davon bevorzugt. Sie harmonieren sehr gut miteinander und man sieht auch, in diesen 9 Monaten gab es auch Populationsänderungen. Also die Guppies waren zu Beginn die schnellsten, die haben das System besiedelt. Ein halbes Jahr später gab es sehr viele Kararufa-Junge, die dann begonnen haben, einen Druck auf die Guppy-Population auszuüben und die Verhältnisse haben sich verschoben. Mittlerweile hat es wesentlich mehr Kararufa als Guppies. Das wird auch so bleiben, außer ich würde jetzt die Guppies füttern. Dann kämen diese Population zurück und die anderen würden wieder etwas verdrängt werden. Nur ganz kurz, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man sich eine kleine Ökoponikanlage für zu Hause selbst bauen kann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich habe dieses System nun 9 Monate geerntet. Ich habe darin 4 Basilikumsorten. Alles zusammen sind das 25 Pflanzensorten, die man alle essen kann, bis auf diese eine Orchidee. Die will ich nicht essen. Ich kann das System täglich ernten, mehr als ich essen kann. Es hat auch spezielle Dinge darin wie die Kaffirlimette oder der indische Wassernabel, aber auch alltägliche Schweizer Kräuter wie Salbei oder Petersilie wachsen hier zusammen mit Lorbeer, Ingwer und Sauerklee aus dem Wald. Im System hat es auch eine stabile Population von verschiedenen Häuschenschnecken sowie Nacktschnecken, die an Land herumkriechen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie das System nicht verlassen. Also ich habe jetzt in diesem ganzen Jahr noch keinen einzigen Schnecke außerhalb des Systems gefunden. Das liegt einerseits daran, dass die Luftfeuchtigkeit in dem System wesentlich höher ist als außerhalb und das mögen die Schnecken nicht, die möchten der Feuchtigkeit bleiben. Andererseits auch, weil ich das Holz außen nicht behandelt habe, es ist trocken und wenn die Schnecke darauf kriecht, dann sie entzieht es ihr die Feuchtigkeit, das mag sie gar nicht und dreht wieder um. Ich habe in der ganzen Zeit keinen einzigen Wasserwechsel gemacht. Ich habe keinen Filter geputzt und meine Tätigkeiten beschränkten sich auf das Wasser nachfüllen. Das muss ich so alle 1 bis 2 Wochen einmal machen. Interessant zu sehen ist auch, wie sich Boden aufbildet. Hier sieht man eine Ecke, da habe ich nur Steine platziert. Da hat sich ein oder mehrere Würmer dann in diesen Ecken verliebt, sich da angesiedelt und nur nach einem Jahr ist die Erde gewachsen, die Würmer haben diese Nährstoffe von unten nach oben transportiert und die Erde aufgebaut. Dann entsorge ich eine Großzahl an
Küchenabfällen in diesem System. Es ist echt faszinierend zu sehen, dass die Natur alle organischen Stoffe verarbeitet. Selbst solche, die wir als Mensch niemals essen würden oder wollen, wie zum Beispiel Zwiebelschalen, die werden dann von den Schnecken, Bakterien, Würmern verarbeitet und einerseits zu Pflanzennährstoffen, andererseits auch zu Nährstoffen, zum Beispiel für den Kamberkrebs, den wir gesehen haben. Also mit diesem System kann man Nährstoffe von der untersten trophischen Ebene, also ich sage jetzt mal den Bioabfall, direkt in die höchste kulinarische Ebene transferieren, ich sage jetzt mal den Kamberkrebs. Man kann in das System verschiedene wilde Pflanzen einfach einsetzen, wie zum Beispiel der Sauerklee, oder man kann einfach Samen darin fallen lassen und schauen, was passiert. Hier zum Beispiel die Avocado, die habe ich einfach den Stein hier hingeworfen. Jetzt gibt es einen kleinen Baum. Auch den Ingwer, ein Stück Ingwer gekauft, eingedrückt, schießt er hoch. Also dieses Uferklima mit dem feuchten, aber dennoch luftdurchlässigen Boden, das gefällt vielen Pflanzen, um sich da anzusiedeln. Und die Grenzen liegen eher beim Benutzer, beim Konsument, als bei den Pflanzen selber.